Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, fein, dass Sie dabei sind. Ja, dieser grüne Kreis mit diesem Häkchen darin, das ist sozusagen ein Freibrief für Möglichkeiten und für Erleichterungen, die es so nur in Südtirol gibt. Denn hier gilt dieser Südtiroler Corona-Pass. Hier darf man wieder ins Gasthaus gehen, hier darf man wieder Theater und das Kino besuchen und auch an Mannschaftstrainings teilnehmen. Chor- und Musikproben sind auch dabei. Doch dieser Corona-Pass ist auch mit mehr Aufwand verbunden, vor allem für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Die müssen sich regelmäßig testen lassen. Und da kommt auch Kritik auf, was mit denen ist, die eben nicht getestet sind, ob die gesellschaftlich überhaupt noch teilnehmen können. Kritik gibt es auch unter einigen Gastwirten, die sagen, wir müssen alle Pässe kontrollieren, wir wollen ja nicht Polizei spielen. Also viele Punkte, die es da über den Corona-Pass zu diskutieren gibt. Landeshauptmann Arno Kompatscher startete am 26. April das Pilotprojekt Südtiroler Corona-Pass. Erneut ein Südtiroler Sonderweg, der von der Regierung in Rom kritisch beäugt wurde und wo auch weiterhin unklar ist, ob die Regierung den Südtiroler Corona-Pass anfechten wird. Der Pass ermöglichte es der Gastronomie, auch die Innenbereiche wieder zu öffnen, sowie Museen und Kulturveranstaltungen zu besuchen. Notwendig ist ein Test, ein Genesungsnachweis oder eine vollständig durchgeführte Corona-Impfung. Im ganzen Land wurden Teststationen errichtet, damit sich Bürger mit Nasenflügeltests unkompliziert selbst testen lassen können, sowie an Südtiroler Schulen. Doch die Bereitschaft der Gemeinden, neue Teststationen zu eröffnen, hielt sich in Grenzen. Eine Erleichterung brachte erst die Einbindung der Apotheken in die kostenlosen Nasenflügeltests. Probleme und Verzögerungen gab es auch für die Nachweise von Genesenen. Bei den Gastwirten stiftete der Corona-Pass anfänglich auch Verwirrung, weil nicht klar war, ob die Gastwirte die Corona-Pässe kontrollieren müssen oder eben nicht und wie sie Arbeiter und Angestellte beim Mensa-Dienst bewirten dürfen. Noch offen ist, ob der Südtiroler Corona-Pass mit dem staatlichen Impfpass und dem europäischen Impfpass zusammenpassen wird. Pro und Contra fragt, ist der Südtiroler Corona-Pass ein wichtiger Schritt für Lockerungen und Öffnungen, vor allem in der Gastronomie und beim Sport? Oder sorgt der Pass für Probleme für Gastwirte und Gäste? Und was ist mit dem Südtiroler Corona-Pass, wenn Italien und Europa solche Bescheinigungen einführen? Benötigt man dann in Südtirol schlimmstenfalls 3 Corona-Pässe? Ja, Fragen über Fragen, die wir jetzt diskutieren. Einmal mit dem Präsidenten des HGV, Manfred Binsker, und mit Andreas Leiter-Reber, dem Vorsitzenden der Freiheitlichen und auch Landtagsabgeordneten. Danke Ihnen beiden fürs Kommen. Herr Binsker, der HGV hat von Anfang an den Corona-Pass unterstützt. Hatte denn der HGV überhaupt eine Wahl? Schauen Sie, für uns ist es fundamental, dass wir nach 7 Monaten Zwangsschließung doch endlich wieder arbeiten dürfen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wir hoffen natürlich, und wir haben das auch festgestellt, dass aufgrund dieser neuen Maßnahme, dieser neuen Möglichkeit, die es ja nur bei uns gibt, dass Gäste in Innenräume gehen können, bei Vorweis der entsprechenden Unterlagen und des Corona-Passes, dass dann eben wieder Leben reinkommt, dass das Gesellschaftsleben und nicht nur in den Gasthäusern auch auf kultureller und Vereinsebene gestattet wird. Aber waren Sie in dieser Situation oder hätten Sie alles in Kauf genommen, Hauptsache es startet wieder? Schauen Sie, alles in Kauf genommen, für uns gibt es ja keine andere Wahl. 7 Monate die Betriebe zwangsgeschlossen auf der einen Seite, auf der anderen Seite mangelnde oder zu wenig starke Unterstützung des Staates, dann muss man arbeiten und um arbeiten zu können, müssen wir jetzt übergangsweise, und ich hoffe, dass das nicht eine Ewigkeit dauert, sondern dass das eine Übergangszeit bleibt, diesen Corona-Pass akzeptieren. Wir haben keine andere Chance. Herr Leiter-Reber, also um arbeiten zu können, muss man diese Maßnahmen in Kauf nehmen. Was sagen denn Sie dazu? Na, ich verstehe die Sorgen und Nöte der Gastronomie und des Tourismus wirklich von Anfang an. Ich habe ja auch ständig mit dieser Thematik und mit den betroffenen Personen zu tun. Und ich bin voll bei Herrn Binsker,
dass wir sagen müssen, jetzt müssen wir arbeiten. Das ist schon klar. Nur, wir vergessen eines in dieser gesamten Diskussion, die Alternative, die uns der Staat bzw. auch die Südtiroler Landesregierung gibt, ist ja nicht Arbeiten zusperren. Und ich bin hier völlig überzeugt, dass es auch, wenn es heißt, ihr müsst morgen 5 Kniebeugen machen, damit ihr da wieder arbeiten könnt, dann machen wir es auch, wenn das die Alternative ist. Und es stimmt einfach nicht, dass man sagt, wir sind das ist die einzige Alternative. Wenn wir nur zu den Nachbarn schauen, ja, aber wenn wir uns ein bisschen öffnen und schauen, was passiert in anderen Ländern, die sowohl bei der Maskenpflicht als auch in der Gastronomie keinerlei Einschränkungen hatten oder beziehungsweise einen anderen Weg gegangen sind, das sind wirkliche Alternativen und ich bin auch für einen Sonderweg, nur für Öffnungen, die nicht diskriminierend sind. Aber wenn ich darf, nur gleich einhaken und die Alternative. Wir haben leider Gottes und Herr Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben auch keine. Nicht? Es gibt derzeit keine Alternative. Es ist die Tatsache, dass zum Beispiel Dänemark kommt jetzt auch in den nächsten 14 Tagen mit dem Corona-Pass. Der Corona-Pass wird ein europäisches Projekt, aber es wird keinen europäischen Corona-Pass geben. Europa wird die Richtlinie machen und die einzelnen Mitgliedstaaten werden dann schlussendlich den anpassen. Also die Alternative, es war keine da. Wir können jetzt unter erschwerten Bedingungen, ich weiß genau, dass sehr viele meiner Mitglieder, unserer Mitglieder, auch nicht zufrieden sind, aber zumindest können wir mal anfangen zu arbeiten. Und das ist für uns wichtig. Womit sind denn Ihre Mitglieder nicht einverstanden? Ja, auf alle Fälle hat es auch ein paar ungeschickte Formulierungen gegeben in Bezug auf Kontrollmechanismus. Es ist ja ganz klar, wir verlangen also von unseren Polizeispielen Gästen sozusagen. Das Polizeispielen. In meinem ersten Interview mit einer Tageszeitung habe ich gleich gesagt, na, Polizei werden wir nicht spielen können. Aber wir haben auch eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung. Und wir sind ja, auch die heutigen Zahlen bestätigen es uns, Herr Abgeordneter Leiter Reber, die Zahlen bestätigen es uns, wir sind richtig unterwegs. Wir sind richtig unterwegs. Die Zahlen gehen zurück und auch wenn man das jetzt vergleicht, dann ist das eine gute Ausgangssituation. Natürlich erschwerend ist ganz klar, jede Maßnahme, jeder bürokratische Aufwand, den wir zu erfüllen haben, der stört uns. Ich bin ja auch Gastwirt, ich weiß, was das heißt. Herr Pinsker, ja. Dass die Zahlen zurückgehen, das können Sie jetzt nicht auf den Pass zurückführen, denn er ist nicht einmal richtig in Kraft ist, sondern die Zahlen gehen jetzt schon seit Wochen zurück, obwohl wir auch Hotelbetriebe haben, die seit 7. April offen haben, die keinerlei Test gemacht haben und so weiter. Sie wissen es selber, große Betriebe mit 500, 600 Leuten, wo wir keine erhöhten Infektionen hatten, die im Restaurant gesessen sind mit den normalen Abstandsregeln, die an der Hotelbar gesessen sind mit den normalen Abstandsregeln, so wie wir jetzt letztes Jahr im Sommer ganz Südtirol gemacht haben. Und wenn wir heuer bereits die Risikogruppen so stark geimpft haben. Und das war ja immer die große Erleichterung. Wir haben immer gesagt, wir müssen einmal diese Risikogruppen in Ordnung kriegen. Hier, so weit sind wir jetzt. Und wir machen jetzt die Regelungen schärfer in der Gastro, als wir sie letztes Jahr im Sommer hatten. Und wir gehen sogar noch her und sagen im Freien, wo es wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Ansteckung gegen Null geht, hier gehen wir, ja, wir brauchen keinen Test, Moment, ich sage ja nicht, dass wir einen Test brauchen, aber hier gehen wir her und sagen, wir reduzieren sogar die Anzahl der Tische, anstatt sie zu erweitern und sagen, schaut, dass die Leute doch im Freien bleiben. Also auch hier hätte ich mir ein anderes Symbol und auch Zeichen der Politik erwartet und ich weise darauf hin, auf die USA und die Touristiker der USA und die sind wirklich als Gesamte, die Vereinigten Staaten sind vergleichbar mit Europa, wo wir nie eine Reiseeinschränkung hatten zwischen den einzelnen Staaten, wo über 20 Bundesstaaten hier schon die Öffnungen hatten, 10 nie welche überhaupt welche Maßnahmen ergriffen haben und bei den Zahlen, die sind vergleichbar, wenn wir uns anschauen, die Wellen hatten alle Länder mitzumachen. Also wir können nicht sagen, wir sind alternativlos. Alternativlos sind unsere Regierungen hier in Europa. Natürlich könnte man auch Neuseeland hernehmen, Australien hernehmen, ist ganz klar, aber wir müssen uns an die Gegebenheiten im Alpenraum konzentrieren. Österreich öffnet vielleicht am 19. dieses Monats. Bis jetzt alles ganz zu. Wir haben zumindest mal öffnen können und ich habe es schon gesagt, ich hoffe, dass das eine Übergangsregel ist, mit der können wir den ganzen Sommer hin nicht überleben, das ist ganz klar. Aber zumindest die arbeiten möchten, die arbeiten müssen, würde ich fast sagen, die können mal arbeiten. Herr Pinsker, ich verstehe wirklich, Sie sind ja in einer Doppelfunktion hier. Sie sind zum einen
der Präsident des HGVs, aber wie die meisten Verbandsobleute in Südtirol sind Sie ja auch im Wirtschaftsausschuss 1:1 der Südtiroler Volkspartei, also sind Sie auch als Parteifunktionär hier. Und dass Sie hier den Weg oder die bisherigen Maßnahmen der Südtiroler Landesregierung nicht groß ankreiden, das liegt in der Natur der Dinge. Aber auch wenn wir näher schauen, ins Trentino schauen, die hatten ja 48 Tage länger offen, die Gastronomie. Da ist auch kein Druck und keine Musik von HGV in Südtirol gekommen, dass wir hier auch mit den unseren Zahlen, und das wissen Sie genau, wie die Zahlen kommuniziert worden sind, dass wir hier im Hintertreffen waren, das liegt auf der Hand. Und dass der Ärger, vor allem der Kleinen, weil die großen Hotels betrifft es ja weniger. Ich kann heute 3 Wochen in Südtirol Urlaub machen, brauche nur einen Test, den bei der Einreise, den ich schon am Brenner oben brauche, und dann gilt da 2 Wochen, 3 Wochen. Hingegen die Gastronomen, die Gasthäuser, die leiden, und wir sehen es ja. Haben Sie jetzt im Innenraum volle Betriebe gesehen? Versuchen wir mal diese Punkte ein bisschen einzeln zu behandeln. Vielleicht geht das dann auch besser, damit unsere Zuschauer von zu Hause das dann auch verstehen können. Sie haben es davor angesprochen, dass die Gäste zu uns kommen. Diese Tatsache oder diese Frage können wir ja nicht wir entscheiden, sondern das hängt in erster Linie bei Ihnen und auch die staatlichen Regelungen. War es von der Warte aus nicht gut, dass die Landesregierung gesagt hat, wir machen mal einen Sonderweg, schauen, was wir können, und danach warten wir darauf ab, was der Staat macht? Ich bin immer für Sonderwege, wenn sie vernünftig sind und wenn sie uns wirklich weiterbringen. Also ich bin im Gegensatz zu anderen, die immer sagen, Südtirol kocht sein eigenes Süppchen. Ich sage immer, wenn es uns weiterbringt, dann gerne. Das Problem liegt ja darin, und es scheint sich das zu wiederholen, was im letzten Jahr schon passiert ist, Bayern und Baden-Württemberg, das sind die zwei Länder, die jetzt über Pfingsten sozusagen das Pfingstwochenende normalerweise unsere Betriebe füllen. Die haben immer noch Quarantänepflicht zu Hause und keiner fährt 3 Tage nach Südtirol, wenn er danach 5 Tage in Quarantäne bleiben muss. Und man sieht jetzt, dass die guten Freunde auch der Volkspartei, Kurz und Söder, jetzt schon ausmachen, dass man zwischen Österreich und Bayern ein Abkommen hat. Und das war im letzten Jahr auch schon so, dass man geschaut hat, die Gäste im eigenen Land zu behalten, anstatt sie dass die Reisefreiheit bzw. die Quarantäneeinschränkung zu öffnen. Und hier hoffe ich, dass sich das so bald wie möglich ändert, zum Wohle unserer Betriebe. Bleiben wir mal in Italien. Herr Pinsker, in den vergangenen Wochenenden konnten ja Gäste aus anderen Regionen nach Südtirol reisen. Die mussten sich sozusagen mit diesem Corona-Pass zurechtfinden. Welche Rückmeldungen haben Sie denn da erhalten? Also ich schicke mal voraus, Herr Leiter Rewer, Abgeordneter zum Landtag. Ich bin kein Politiker mehr, ich bin hier als Obmann, Obmann des HGV, ja. Bin kein Politiker mehr, das seien Sie. Für mich geht es in erster Linie, beste Rahmenbedingungen für unsere Betriebe zu schaffen, für unsere Familienbetriebe und auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir müssen diese Leute jetzt beschäftigen, sonst wandern die uns leider ab. Die Frage, eine Antwort auf Ihre Frage, wie sehen das andere Regionen? Wie sehen das die Touristen? Also Sie haben in den vergangenen Wochenenden testen können oder Wochen mit Touristen aus anderen Regionen. Wie haben denn die auf diesen Corona-Pass reagiert? Ich wiederhole, ich gehe davon aus, das ist eine Übergangszeit, die werden wir nicht ewig durchhalten, ist ganz klar. Aber es geht uns auch um eine sichere Ausstrahlung zu geben. Wir wollen eine sichere Urlaubsdestination sein und wir bringen unseren Beitrag dafür ein. Ein Mehraufwand, das ist ganz klar, aber die Leute respektieren das. Also die Rückmeldungen, mit Ausnahme von einigen wenigen, aber generell wollen auch die Gäste in dieser schwierigen Zeit, in dieser schwierigen Phase in eine sichere Urlaubsdestination fahren und mit diesen Möglichkeiten, die erschwerend sind, aber mit diesen Möglichkeiten bieten wir sichere Quartiere, sichere Urlaubsdestination und das ist für uns wichtig. Sicherer Urlaub, was spricht denn dagegen? Den die Deutschen schon zu Ostern in Mallorca hatten, und nur mit dem Test bei der Einreise und so weiter. Also die hatten dort schon offen und gearbeitet. Also wir müssen uns wirklich öffnen und zwar die Normalität wiedergewinnen. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass man hier aus dieser Blase heraus, dass nur die Alternative der Lockdown oder das Zusperren wäre, dass dieser Pass die Normalität ist. Das ist keine Normalität. Denn Grundrechte und Grundfreiheiten, das ist kein Geschenk und die muss man sich nicht verdienen müssen. Das ist die Warte, mit der die Regierungen hier arbeiten. Das muss man schon einmal sagen. Und ich wiederhole
wiederhole nochmal, es hat über Monate geheißen, die Risikogruppen wären das Problem, wir müssen sie schützen, Solidarität denen gegenüber. Wir haben die jetzt soweit und sind jetzt schärfer, als wir es im letzten Jahr waren. Und wenn wir jetzt sehen, Italien hat ursprünglich angekündigt, am 1. Juni werden sie die Innenräume öffnen. Es schaut aus, als wäre es früher, am 17. Mai, was positiv wäre. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in ganz Italien die gleichen Regelungen mit dem Gastropass, weil den muss man ja unterscheiden vom innereuropäischen vergleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die unter diesen Voraussetzungen öffnen und dann haben wir automatisch, sind wir dann in der Hinterhand und müssen dementsprechend, glaube ich, also dass der Südtiroler Gastropass kein langes Leben haben wird, wenn die anderen Regionen zu anderen Verhältnissen öffnen. Herr Pinsker, also dieser italienische Pass soll kommen, es soll dieser europäische Green Pass dann kommen. Wie schauen denn da die Planungen innerhalb des HGV aus? Also womit rechnen Sie denn? Schauen Sie, ich bleibe dabei. Wir sind hier mit einer Vorreiterposition losmarschiert. Jetzt schauen viele, wie das bei uns funktioniert. Es werden die einen und die anderen Schwierigkeiten da sein, das ist klar, aber es funktioniert. Ich mache ja selber zweimal in der Woche den Nasenflügeltest, das passt, die haben einen Südtirol Green Pass. Italien wird sich anpassen, Italien wird aufgrund der EU-Normen, wird es einen nationalen Pass geben, aber der geht ja in diese Richtung. Was macht Österreich? Was macht unser Vaterland Österreich? Genau dasselbe. Herr Abgeordneter, lesen Sie, wir hier nicht Vorreiter, sondern hier hat sich Südtirol lesen Sie, die an machen Österreich genau, gewandt. Italien die machen, macht nicht die genau, dasselbe. Genau dasselbe. Sie können jetzt Österreich den genau Urlaub dasselbe. Machen ohne Test und ohne gar nichts. Ja, also deswegen Sie, sagen Sie nicht. Bleiben Sie in Urlaub in Südtirol, dann passt es ja für Sie. Wie viele Südtiroler? Ja ich muss jetzt ganz Tests, ehrlich ne? sagen, es sind vor bleiben allem, hier es sind und vor allem Hoteliere, die derzeit irgendwo Urlaub machen, die gesagt haben, jetzt nutzen wir es noch aus, bevor bei uns die Gäste kommen. Und von denen weiß ich die Rückmeldung. Das wissen Sie ja selber, dass dort nicht getestet wird. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber wir müssen... Wäre es nicht gut, wenn Südtirol hier auch diesen Weg beschreitet und sagt, wir bereiten alles vor, damit dann der italienische und der europäische Test passt? Wir müssen uns als Land Südtirol, aber generell Italien und auch die anderen Länder, wir müssen uns wirklich auf die Erkrankten konzentrieren. Wir müssen uns wirklich auf das Gesundheitssystem konzentrieren und nicht den Gesunden ständig Prügel in den Weg legen. Und hier haben wir nachzuholen. Und wenn ich nur denke, bei 0,04 Positiven an den Schulen zum Beispiel, wo wir wissen, 5 Euro pro Test, 400.000 bereits gemacht. Wenn wir diese Gelder wirklich in die Sanität investieren, 600.000 mittlerweile investieren würden, würde die Sache anders ausschauen und vor allem auch in das Personal. Anstatt, dass wir hier noch aufstocken, schauen wir noch Leute aber die Zahlen sprechen für die Strategie. Wir haben gute Zahlen. Besser als Österreich. Im Sommer wird es automatisch ich bin jetzt kein Virologe. Ich auch nicht. Ich nehme nur die Erkenntnisse und Wissenschaftler. Nein. Also die Wissenschaft müssen wir schon noch gelten lassen. Lassen Sie uns diskutieren, damit auch die Zuschauer was haben. Bitte schön. Nein, ich bin überzeugt, dass der Weg der richtige ist. Es hat für uns leider Gottes unter den gegebenen Umständen keinen anderen Weg gegeben. Das ist Fakt. Wir wollen arbeiten, wir müssen arbeiten, wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und sicher einen Arbeitsplatz geben und schlussendlich... Dass wir jetzt gut vorbereitet sind für die Sommersaison. Wir sind gut vorbereitet. Zwei Dinge. Am 15. muss die innerstaatliche Quarantäne fallen. Die 5 Tage müssen fallen. Und natürlich unser Hauptmarkt mit 50% der Gäste. Deutschland muss auch bei der Rückreise die Quarantäne killen. Und der Schalter generell auf die Normalität. Umgeschalten werden. Was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Einverstanden. Bitte? Was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Es muss der Fall sein. Wir müssen in die Normalität und zwar in die echte zurückfinden und auch diese versteckten Zwänge und diese, es wird als Anreiz dargestellt, aber bis zum Schluss ist es ein versteckter Zwang, das wissen Sie auch und von dem müssen wir so schnell wie möglich loskommen. Also wir müssen schauen, dass wir wieder in die Normalität kommen. Das ist unisono sozusagen das Credo beider. Ich sage danke Ihnen für die Diskussion, für die lebhafte Diskussion. Was sagen denn Sie zu Hause zu diesem Corona-Pass? Sie können morgen anrufen, im Mittagsmagazin ist die Anrufsendung nach 13 Uhr im Radio von Rai Südtirol. Da ist Tourismuslandesrat Arnold Schuler zu Gast. Er wird mit Ihnen diskutieren, Ihre Fragen beantworten. Hier sehen Sie jetzt die Telefonnummer eingeblendet, die Sie dann nach 13 Uhr anrufen können. Hier folgt jetzt eine Doku über die Gärten von Schloss Trautmannsdorf. Nachrichten folgen dann um 10 nach 10. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend.